Hallo und schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei Road to Tier 10. Richtung Hindenburg soll es ja gehen. Und hier haben wir aber jetzt nun den Tier 6 Kreuzer Nürnberg. Kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Hier geht es heute nun weiter. Und wir haben jetzt ein 7er, 6er Gefecht und vereinzelt auch 5er dabei. Also sollten wir schon unseren Spaß haben. Und das Gute an der Nürnberg, die Reichweite, haben wir ja schon öfters mal gesehen. So, ich mache aber jetzt nicht die Vorhut. Dafür haben wir andere, die das besser können. Sowohl also unsere Schlachtschiffe als auch die 7er Pensacola. Und wir sehen gerade bei den Kreuzern, dass der Gegner da 2 Yorks, eine Miyoko, also da 3 7er Kreuzer hat. Allgemein gefühlt auch von den 7ern deutlich besser bestückt ist als wir. Wir haben ein 7er Schlachtschiff, die 2. Wir haben einen 7er Kreuzer, die 3. Wir haben einen 7er Zerstörer, die 2. Also von dem her, spannendes Matchmaking, was sich da Wargaming ausgedacht hat. Also unter normalen Umständen würde ich sagen, ist da der Gegner ein bisschen im Vorteil. Heute habe ich vorgenommen, möglichst nur AP zu schießen. Auch auf die Schlachtschiffe. Mal schauen, wie denn das so funktioniert. Ja, Pensacola dreht nach Süden ab. Mal schauen, mal schauen. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Zu weit weg. Der wird auch nicht beschießbar sein. Die Miyoko, die kreuzt schon mehr in unsere Richtung ein. Die könnte gleich beschießbar werden, wenn die so den Kurs hält. Und ja, sie dreht perfekt in unsere Richtung rein. Schon mal ein fetter Hit auch gerade, den sie da zu verkraften hat. Jetzt schießen wir da mal drauf. Ja, ich dachte, die dreht nach oben weg. Tut sie aber nicht. Ah, die Schüsse gehen alle knapp daneben. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich, dass die so eng daneben landen. Eigentlich sollten sie... Verstehe ich gar nicht, warum wir alle vor ihr landen. Naja. Oh, jetzt hat es aber auch nochmal einen starken Hit abbekommen. Ich drehe jetzt schon mal bei. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord. So. Der Ausfall hat doch ein bisschen was gekostet. Mal ein bisschen an Schaden. Auch weg. Da rappelt es jetzt an dem Karton. So, Obacht, da vorne wieder mal eine Insel. Mein Hassgegner, wenn man da von Gegner sprechen kann bei dem Spiel. Auf die Nagato. 3 Hits allerdings ohne Schaden. Da ging jetzt noch ein bisschen was rein. Aber ihr seht genau den Vorteil, den die Nürnberg hier hat, ist einfach die Reichweite. Man kann da auf die Distanz wirklich schön agieren, ohne da jetzt in die vorderste Reihe zu müssen. Hätte ich gedacht, dreht noch weiter ab, aber nicht einmal. Da.
geht alles ganz vernünftig vom Schaden her. Ja, alter Verwalter hat da die York gerade bekommen. So, jetzt komm schon, kommt runter und haut's mal da ordentlich was durch. Unser Team hat die Führung übernommen, also da haben sie bisher von den Siebenern noch nicht wirklich profitiert, die sie da haben. Aber ich kann hier schön die ganze Zeit schießen und wirken. Auch wenn natürlich das der Gegner ist mit Tier 7 und als Schlachtschiff, der jetzt normalerweise nicht unbedingt ins Raster des Beuteschemas der Nürnberg gehört. Und da kommt die New York, da muss ich auch, die New York, die York, da muss ich aufpassen. Die kommt da noch nicht rum. Ich dachte, die käme da. Aber ist noch hinter der Insel. Dementsprechend kann man jetzt hier noch weiter uns auf die Nagato konzentrieren. Komm schon. Ja, weg ist sie. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, gehen drüber, sehr gut. Und wir drücken hier wirklich stark auf die drauf. Also hat der Gegner gefühlt, ich weiß auch nicht, aber nicht so wirklich prickelnd gemacht hier. Bekommt ja da nochmal eine ordentliche Ladung. Also die kann einem ja fast schon leid tun. Finde ich auch super, dass er auf die Warspite schießt und nicht auf uns, obwohl wir das tendenziell leichtere Ziel wären. Und wir können einfach weiterhin alle unsere Schüsse raushauen und hier uns austoben. Na, ja, diesmal schießt er auf mich. Aber das, ihr seht, stört uns nicht wirklich. Es geht einfach nach wie vor alles raus an Munition, was so rauskommen kann. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber der Schaden, er wächst. Und da ist schon das Spielende. Ja, dieses Mal eine extrem kurze Folge Road to Tier 10 von Nürnberg. Ging deutlich besser und schneller als erwartet, aber auch so kann mal eine Runde ablaufen. Wie lange hat denn das gedauert? Steht hier gar nicht. Ja, 1025 XP gab es dafür. 46.000 Schaden gemacht und die Gefechtsdauer 8 Minuten 51. Ja, das ging wirklich flink von der Hand. Und dafür schönen Credits, 287.000. Da war allerdings aber auch ein Auftrag mit dabei. Ja, dann danke ich recht herzlich. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch alles Gute weiterhin bei Let's Play World of Warships, beziehungsweise weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.